Ob ich denn mal wieder ein Projekt mit mehreren Folgen starten sollte? Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde! Vielen Dank erstmal, Leute, für die ganzen lieben Glückwünsche im Nachhinein. Ich finde es immer sehr schön zu sehen, was für eine herzliche Community sich doch unter meinen Videos tummelt, die abseits der Memes einfach immer mal ein paar liebe Worte für mich parat hat. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Wenn es jetzt auch noch ein geiler YouTuber vor der Cam wäre, wäre es echt nochmal geiler. No front. Gerade diese Zeit genieße ich ja auch in vollen Zügen, weil mir klar ist, dass ich das restliche Jahr über mich wieder mit sowas beschäftigen muss. Seth, eine Frage. Magst du Horror? Wenn ja, ich auch. Können wir mal ein Video machen? Wenn ja, wie können wir das machen? So ein komischer Kerl, ja, also wirklich. Also, an sich wirklich gern, aber leider mag ich keinen Horror. No fun. Und genau deswegen spiele ich jetzt auch ein Spiel, was glücklicherweise mit angsteinflößenden Gegebenheiten Gott sei Dank auch gar nichts zu tun hat, sondern einfach bloß um einen Mann handelt, der in einem sehr, sehr dunklen Spiel hinab in eine Mine steigt, um ein paar verlassenen Kumpels ihre Schmuddelheftchen wiederzubringen. Herzlich willkommen bei Depths. Oder wie ich es nenne, das war das falsche Loch, du Ferkel. Hi Leute, was geht ab? Einem neuen, ganz harmlosen, kinderfreundlichen Nicht-Horror-Game von Turnvex, der für diese Art Spielen ja bestens bekannt ist. Wir erinnern uns an Girls with Fabric Face, an das ungestörte Leben unter Tage. Hi Darwin, na? Mal wieder irgendwelche Evolutionen hervorstellt, ein Langweiler. Oder Suit 776, der Wohnungsbesichtigungssimulator, ja. Oh Gott. 1, 2, 3. Ich bin seit jeher ein großer Fan von seinen Erzeugnissen und freue mich auch hier darauf, sein neues Abenteuer jetzt gemeinsam mit euch beschreiten zu dürfen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch freut. Ich bin auf jeden Fall schon länger gespannt drauf. Sagt definitiv allen euren minderjährigen Familienmitgliedern Bescheid. Hier kann absolut überhaupt gar nichts geschehen. So ein komischer Kerl. Nun also, los geht's mit Depth 6, dem lang ersehnten Nachfolger vom legendären Horrorgame Depth 5. Nachdem zu meiner Enttäuschung der vierte Teil leider nicht mehr ganz so gut war und das jetzt hier alles eine Weile auf sich warten lassen hat, ist die Erwartungshaltung auf jeden Fall groß, ja. Der zweite und der dritte Part, das waren einfach klasse Teile. Ich hoffe, dass die Fußstapfen entsprechend ausgefüllt werden. Depth 6 erhält auch erwartungsgemäß natürlich wieder eine Menge Flashing Lights, aggressive Horrorelemente und wir sollten unbedingt sofort einen Doktor aufsuchen, wenn wir rote Haare haben. Habe ich mir nämlich bereits gedacht. Heute, 2007, bereite ich mich darauf vor, die Purple Lavender Mine hinabzusteigen, bevor sie morgen einzementiert wird. Oh, na dann hoffe ich, dass ich heute Abend noch rauskomme. Bezweifle es ja. Ich habe meine Ausrüstung im Schließfach auf der ersten Ebene letzte Woche schon verstaut, um mich auf den heutigen Abstieg vorzubereiten. Die Purple Lavender Mine wird vom Militär überwacht. Wie auch immer, das hat mich nicht davon abgehalten, den Weg hineinzufinden und den Abstieg zu versuchen. Na, ich sehe schon, komm. Alter, Plot-Twist. Das Spiel endet nach 5 Minuten einer Selbstschussanlage. Ich würde es ja feiern. Leider haben schon viele Leute ihr Leben verloren, als sie versucht haben, die Mine zu erkunden. Niemand weiß warum. Absolut keiner ist zurückgekehrt. Es gibt auch online sehr wenig Informationen über diese Mine. Ich hoffe, bei meiner heutigen Tour etwas herausfinden zu können. Let's do this! Alles klar. Heute ist also der Tag der guten Ideen. Ich bin Fan davon. es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen, tatsächlich. Also, wenn zu Hause begleitet wird von Qual, Elend und plötzlich im Hungertod. Versteht sich. Ich meine, ich könnte jetzt auch auf meiner gemütlichen Couch sitzen, mit einer Tüte knusprigen Chips und einem spannenden Film auf Netflix zuschauen, aber manche Leute haben halt andere Hobbys, nicht wahr? Es ist immerhin noch beleuchtet, ja. Irgendwer ist ganz erpicht darauf, hier ständig die Stromrechnung zu bezahlen. Noch bis zum letzten Tag. Bis es zubetoniert wird. Obwohl sie draußen stehen mit Panzern. Alles klar. Na klar. Natürlich. Wir machen doch da irgendwelche Experimente, ne? Ich sehe noch das Tageslicht. Ist noch alles cool. Noch verlangt es mich nicht nach einer Flashlight, aber ich schätze mal, da kommen wir noch drauf. Ja. Und Iso, was führt euch her? wie war Ostern? Na, jetzt brauche ich auch noch. Na, ich weiß, Frühlingsanfang. Man kennt es. Na, ist doch gut. Jetzt lass dich nicht so feiern und mich bitte raus. Herzlichen Dank. Gemütlich. Nein, wirklich. Depth One! Oh, das habe ich doch damals schon durchgespielt. War mega geil. Es gibt mal Real Talk hier wahrscheinlich irgendwie 6 Ebenen. Denke ich doch, oder? Und wir steigen immer weiter hinab. Ja, und ganz am Ende ist dann der Bossfight.
gegen den Balrog, den wir mit unserer Super Soaker beschießen müssen, bis er erloschen ist. Ihr wisst ganz genau wie ich, dass ich hier nicht mehr lange alleine bleiben werde, nicht wahr? Ich sag euch Bescheid, wenn es soweit ist. Lautstark, auf jeden Fall. Ach, guck mal. Cool. Das ist irgendwie nice. So dass man ungefähr abschätzen kann, dass man halt noch gar nicht so weit unten ist. Ist abgeschlossen. Aber das Schloss sieht alt und rostig aus. Ich muss vielleicht mit irgendwas aufbrechen. Habe ich nicht was von meinen Supplies gemeint, halt irgendwie, die ich hier schon gelagert hatte? Ich schätze mal, ich werde die jetzt holen. Geht's hier rein? Keine Ahnung, Alter. Ich scheine nicht so, als wäre ich das schon mal gewesen. Ach, du heilige Mutter Gottes! Ist das eine Treppe oder eine Rutsche? Jetzt weiß ich, warum viele Erkunde ihr Leben ließen. Die liegen da alle unten. Jungs, ich komme gleich. Ist das das Schließfach? Ah. Nice. Jetzt hat erstmal der Hosenstall aufgemacht. So sieht's nämlich aus. Okay. I ist mein Inventar. F ist meine Taschenlampe. Und mit der linken Maustaste kann ich ein Foto schießen. Was? Warum das denn? Was ist das denn jetzt hier auf einmal? Tiefe 1. 100 Meter. Unter der Erde? Oh mein Gott. Okay. Dankeschön, Mom, für diese Einkaufsliste. Also, neben Eiern, Butter und Milch sollte ich noch wissen, dass meine Kamera mit einem speziellen Sensor ausgestattet ist, der Energien nebenan hier... Darf ich jetzt reden? Noch nicht. Haltet euch noch zurück mit den Jumpscares. Okay, ich bin noch nicht angekommen. Unbekannte Präsenzen. Hä? Wie kann es das denn spüren? Das hatte zu Anfang einen Bug. Vor dem Update hat es immer ausgeschlagen, wenn Michael Wendler was getweetet hat oder so. Aber ist mittlerweile gefixt, ist alles klar. Ja, dunkle Energien, Alter. Diese Kamera ist auf jeden Fall auch in der Lage, die Tiefe zu messen. Ach, kannst du auch Fotos machen? Das würde mich echt überraschen. Ich meine, cool Story. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Mein Ziel ist es, so viele Bilder wie möglich zu schießen. Wenn irgendetwas hier am Leben ist oder sich bewegt, dann versuche ich so viel zu knipsen, wie ich kann. Alright, kann ich unendlich Fotos schießen? Scheinbar. Plot-Twist, es sind plus 3. Ich habe also quasi schon verloren. Komplett sinnlos, aber danke auf jeden Fall dafür. Oh, warte, ich musste diesen Typ unbedingt fotografieren. Aber mein, lasst euch nicht stören. Es kommt alles ins Erinnerungsalbum. Also, vorausgesetzt, ich werde nicht mit einbetoniert, was mit Sicherheit der Fall sein wird. Oh, hier haben wir eine Kassette. Die hat einen ganz großen Zettel dran. Man hätte den noch einfach hinlegen können. Egal. Und so beginnt meine Reise. Ich habe es auch geschafft, einfach durch die Sicherheitsmaßnahmen mich hindurchzuschleichen. Die sind ja da richtig gut ausgestattet, die vom Militär. Die chillen und pennen auch den ganzen Tag. Ich habe den Abstieg in die Purple Lavender Mine gewagt, hier 1968. Klar, ich schreibe auch immer nur die Jahreszahl drauf und nicht das Datum. Ich glaube nicht, dass ich mich zu tief reinwagen werde, schätze ich mal. Aber auf jeden Fall tief genug, um eine sehr interessante Story über meine Fundstücke zu schreiben. Also, mal sehen, was passiert. Steve out. Oh, Steve. Er ist also nie wieder zurückgekehrt, ja? Keine Sorge, Mann. Ich werde dich rausholen. Dich und deine ganzen Steve-Brüder. Sorry, das musste sein. Oh, das ist jetzt Depth 2? Vermutlich schon. Und hier geht das Abenteuer los. Oh, Mann. Oh, die Bäume, die sind auch Fan von guten Ideen, ne? Die denken sich auch, ja, hier ist geil. Hier will ich wachsen. So ohne Sonne. Beste Leben. Unknown Force 4. Obi-Wan, bist du's? Oh, nee. Muss ich bereithalten zu knipsen. Ist gut, dass das auf meinem Mauszeiger ist. 16? Oh, okay. Hier will jemand seinen Bizeps präsentieren. Hier ist Helmpflicht, Juri. Soll ich denn hin? Was ist denn das hier? Omas Vorgarten? Da! Oh! Das gibt einen prima Shot für Instagram. Steve, warte mal. Du hast da deine Schlüpper verloren. Stopp! Ha! Als ob mich so ein Schild jemals aufgehalten hat. Oh, gemütlich. Warum sind denn hier Verkehrsschilder, sag mal? Die unbekannte Kraft.
ist jedenfalls weg. Soll ich da unten rein? Wait a second. Warte mal. Hier gibt's doch irgendwas. Oder sterbe ich jetzt? Alter, ich hab Angst hier. Wie kann ich bitte wieder zurück? Ich komme da nicht weiter, ne? Gibt keinen Weg mehr hinauf. Ich kann nicht springen. Oh, hier ist ein Schrank. Hier ist was extra, ne? Hey, was haben wir da? Ein Glowstick! Ah, wenn meine Flashlight mal ausfallen sollte. Ah! Also das lebt nicht mehr. Ob sich bewegt, ist auch fraglich. Alles klar. Den wird ja auch ein bisschen zu warm. Steve, bist du's? Oh mein Gott. Haha, ich hab deine Nase. okay, der hat eine kleine Botschaft für mich. Ich muss ja erstmal hier das Tape anhören. Legenden berichteten, dass ich hier Leichen in dieser Mine finden werde. Also habe ich mich mental schon mal drauf eingestellt. Wie auch immer. Mein Magen war nicht vorbereitet. Es ist ziemlich traurig, hier neben diesem erhangenen Körper zu stehen und die Notiz zu lesen. Took his life 40 years ago. Also der hängt da schon 40 Jahre? Meine Güte. Der hat aber gut erhalten. Der hat bestimmt mal einen Apfel gegessen in seiner Jugend. Der Körper sieht immer noch frisch aus. Ja, hier gibt's halt wenig Sauerstoff, das ist immer das Ding. Ich habe, by the way, gehört, und das ist jetzt Real Talk, die haben sogar noch Mäuse in den Pyramiden gefunden, die nicht verwest sind. Die sind nicht verwest, weil da einfach irgendwie keine Luft dran kam. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber macht auf jeden Fall irgendwo Sinn. Und der hat das ja alles so gelassen, ja? War das wieder Steve? Read Note. Es tut mir leid, was Sie hier sehen müssen. Ich habe nie dran gedacht, dass es zu diesem Punkt kommt, aber einfach dieser Druck... Die Tests, das Gefühl, wie ein Tier hier für immer in diesem Käfig gefangen zu sein, hat mich letztendlich gebrochen. Ich werde in die tieferen Ebenen geschickt und nach dem, was ich gehört habe, würde ich da lieber nicht hingehen. Das ist meine einzige Option. Jedenfalls hoffe ich, dass ich Frieden finden konnte. Gut, Robert, ich komme vielleicht da noch vorbei, aber auch wenn ich irgendwie einen Snake ausfinde oder so. So, rechts oder links? Keine Ahnung. Uff, hier ist ein Fahrstuhl. Da geht's tiefer hinein. Ich frage mich jetzt immer noch, was passiert wäre, wäre ich da gerade ausgegangen. Da ging's wahrscheinlich nicht weiter. Das war vermutlich ein Rätsel und ich hab's gleich halt irgendwie gesehen. Die haben schon... Oh, warte mal. Warte mal. Einen kleinen Augenblick, einen Moment lang länger. Ja, wäre schön. Sind diese Hürde. Jumpscares vorhanden, 28! Ich sabbere vor Aufregung. Leute, ich spuck hier alles voll. Ich sag's euch. Alter! Nee! Nicht die Mama! Irgendwer ruft. Alter! Das war's. Brauch ich das? Doors locked and don't think I can pick this lock. Hey, wie mache ich das denn? Gott. Okay, wie soll ich das anstellen? Hey! Warum 53? Ui, ich will hier nicht raus. Oh, hier, hi. Grüß dich. Moin, Meister. Kann ich hier irgendwas finden, was mir hilft? Ey, ich hab mega Angst vor dem Jumpscare hier gerade. Ich weiß auch nicht. Ich meine, ich hab einen Lockpick nur. Was passiert? Okay. Unknown Force wird schwächer. Hier ist es übelst stark. Jo, ich würde gerne hier reinkommen. Oder das hier irgendwie aufmachen. Ich glaube, das ist nur, um mir Angst zu machen. Hier ist gar nichts, oder? Ha! Jumpscares! Ach komm, das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Oder kann ich mit dem hier irgendwie interagieren? Also, mit Hose an, versteht sich. Da vorne ist bestimmt ein Jumpscare. Gleich geht's auf 100. Nein? Schade. Das wäre jetzt deine Chance gewesen, Alter. Du hast es versaut. Hier ruft irgendwer, hey. Was ist das? Was habe ich da gerade genommen? Don't forget to put key back in the elevator. Oh nein, das ist der Schlüssel dafür, ne? Ich muss hier lang. Oh, yikes. Wo waren das jetzt hier nochmal? Hier, die Felsspalte. Oh Gott, ich will die Tür nicht aufmachen. Okay, die haben noch eine Chance, mir in Heidenangst einzujagen. Tatsächlich.
Ey, wenn der jetzt weg wäre, ne? Kann ich hier damit rein? Oder finde ich da irgendwie... Nee. Okay. Werkzeug. Was auch immer. 180 Metern Tiefe. Aber was tue ich damit? Ach so, das ist der Hebel für den Fahrstuhl. Okay. Ab geht's, Alter. Want to never see you again. Ich meine, mir ist auch bewusst, ne, wenn ich hier jemals wieder rauskommen möchte, ich muss diese ganzen Wege nochmal gehen. Wie auch immer ich das bewerkstelligen mag. Da bin ich auch nochmal gespannt. Sag mal, wie weit fährst du? Hallo? Fahr gleich in die 7. Perfekt. Gleich richtig rein ins Ending. Kann ich mir die ganze Sache nochmal überlegen? Bitte? Oh nein, irgendwann mache ich den Rüdiger da, oder wie der heißt, Robert. Es ist übel dunkel. God damn. Muss ich durch diese Tür hier, sag mal? Da ist irgendwie so ein Rad. Da komme ich vielleicht von der anderen Seite hin. Was haben wir hier? Turnwheel. Was macht das? Oh, das Geräusch gefällt mir nicht. 100%. Gibt's hier irgendwelche Gegner? Da ist noch ein Fahrstuhl. Yo, irgendwie, ich weiß auch nicht. Was ist das für ein Ding? Looks like a generator requires gas to operate. Also, irgendwie muss ich den wieder mit Gas versorgen und dann betreibt er die Fahrstühle. Halt keine Ahnung, ja, kein Strom. Dann muss ich es halt irgendwie schaffen, da dieses andere Rädchen noch zu drehen. Wie komme ich da hin? Ach, hier geht's weiter. Oder wo komme ich her? Warte mal, hier komme ich her. Alles klar. Ich verliere jetzt schon langsam die Orientierung irgendwie. Jo, stimmt. Oh, ach so, das hat das Ding hier aufgemacht. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Na gut. Dreh ich das Rad halt nicht. Drück mir halt einen neuen Stop. Jo, was ist mit meinem Unknown Force Meter hier los? Was Phase? Okay, Solid Lock. Ich kann das nicht aufmachen. Was ist mit diesen Adern hier? Dreh ich langsam durch? Wahrscheinlich, ne? Das kann ich von der anderen Seite öffnen. Oh, jetzt wird's interessant. Damn. Natürlich ist eine offen. Ich muss ja auch von der anderen Seite da die andere Tür betreten. Willkommen in Videogames. Oh, da Halt's Maul, Alter! Da finde ich mich doch nie wieder zurück, Mann. Ui. Boah, das kann eine Weile dauern. Von wegen hier eine Stunde und so weiter. Ja, danke für Ihre Notiz, Morris. Alles funktioniert ja grandios. Naja, bis auf ein paar Sachen vielleicht. Genug Leute sind ja vermisst gewesen, so dass es irgendwie Aufsehen erregt. Alles klar. Also, die haben irgendwie unten ein Areal, wo Leute scheinbar vermisst werden und verrückt werden. Jo, ich lese das ja alles, ne? Und irgendwie habe ich aber überhaupt keine Intention, die Sache hier abzubrechen. Ich meine, ich höre ja auch Stimmen. Der redet etwas von Rot. Er bezeichnet etwas als Rot. Wir haben genug Rot, um die Leute unter Kontrolle zu halten, um die Operation wie geplant abzuschließen. Chef ist Loctite 5. Moment mal. War hier irgendwas? Nee. Wann können wir das aufmachen? Das ist bestimmt irgendwas Nützliches drin, wie ein Secret oder so. Turnwax hatte sowas ja immer. Diese werden real, oder scheinen das zumindest zu werden. Ich habe ein paar Dinge gefunden. Ich lese Dinge, die besagen, dass ich hier wahrscheinlich nicht rauskomme. So, wenn ich die Oberfläche erreichen sollte, dann werde ich erschossen bei dem Militär. Ach, der Alter, ich hab's auch geschafft und ich bin der übelste Idiot. Und frag mal den Steve, ey. Komm, du wärst auf die Couch mit der Tüte Chips und dem Film. Ja, das hättest du geschafft. Mach dir mal keine Sorgen. Oh, Moment mal. Damit kann ich was für ein Schloss jetzt aufmachen? Also diese Tür. Warte mal eine Sekunde. Die standen hier eben gerade nicht. Boah, ey, okay. Jetzt. Ah! Ah! Rüdiger, grüß dich! Oder
Robert! Roberto! Ne? Wie geht's denn so? Ich wollte dir mal meine Kreuzsammlung zeigen. 6 habe ich schon. ja, nee, ist in Ordnung. Du machst dein Ding, ich mach meins und wir alle sind glücklich, nicht wahr? Sag mal. Perfekt. Ich habe nichts gesagt. Nein, der wird sich hier die ganze Zeit beschweren. Der will einfach bloß in Frieden da rumbaumeln. Ich habe seine Totenruhe gestört. Oh, Alter! Hilfe! Unkannte Kräfte! Oh, nicht ins Wasser, da kann ich nicht sprinten. Aus irgendeinem Grund, weil in Videogames dann immer die Schuhe zu schwer werden, ihr wisst schon. Ja, das ist ein Thema. Ich trau mich nicht, dass ich darüber gehen soll. Hier läuft was. Habt ihr's gehört, ne? Ich soll ja Fotos von komischen Dingen knipsen, ne? Aber, dass da die Leiche plötzlich aufgetaucht ist, das scheine ich irgendwie... scheine ich irgendwie einfach wegzustecken, ne? Gascontainer. Okay, alles klar. Also, das nehme ich jetzt mit. Das Rad hat damit gar nichts zu tun. Aber warte mal, das ist ein kleiner Shortcut. Oh, das ist übel nett, Alter. Ich meine, ich habe nichts gesagt. Oder ist es ein Shortcut? Warte. Hä? Wie viele Fotos kann ich knipsen? 1 nur, ne? Yo. Hast du zufällig einen schnellen Weg zurück? Oh, ist das zufällig, wo die Toiletten sind? Ah! Der hat den Jungs Bescheid gesagt, Alter. Die Kerle. I feel lightheaded. So much so that it feels like it keep falling. Aber ich bin irgendwie weggetreten oder sowas. Sensation seems to be getting stronger and stronger further I descend. Okay, das wird stärker und stärker, je weiter ich absteige. Vielleicht ist der Druck oder diese Tiefe etwas, was mich irgendwie beeinflusst. Ich weiß es nicht. Was? Wurde ich gerade angegriffen? Bin ich tot? Werde ich jemals wieder aufwachen? Stimmt, Alter. Das ist auch so typisch, wie der die Spiele aufbaut, Turnwax. Der hat immer diese Zwischensequenzen, nachdem irgendwas Schlimmes passiert. Und man wacht dann auf und es geht halt irgendwie weiter. Aber was ist das? TNT? Ja, lol. Nehme ich auch. Also, Fall des Falles. Also, nein. Wo bin ich jetzt wieder? Ah, natürlich. Klar, das macht Sinn. Wo ich von der anderen Seite nicht reinkam. Hier ist alles auch beim Alten, ja? Aber der macht klar Schiff, Alter. Rüdiger ist einfach der Hausmeister geworden. So. Ich habe ja jetzt immer noch den Gaskanister, ne? Den haben sie mir nicht weggenommen. Die haben einfach nicht meine Taschen durchkramt. Perfekt. So lobe ich mir meine Monster hier unten. Weitermachen. Die sind einfach nett. Die wollen mich nur mal kurz spooken und dann gehen sie wieder ihre Wege. Also die müssen auch bald auf Arbeit. Die haben nicht so viel Zeit, hier mich noch zu durchforsten, oder? Oh, jetzt geht es auf. Das macht alles auch überhaupt gar keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Was habe ich denn da eigentlich? So Münzen, Golden Coin. Komme ich hier jetzt weiter? Das war doch aber vorher auch nicht der Fall. Das Spiel will also, dass ich hier nochmal nachgucke. Oder war das doch richtig? Ah! Ach, was weiß ich eigentlich? Oh mein Gott, Alter. Der ist mir gerade so beim Hintern gedroppt vor lauter Anspannung. Entschuldigung, darf ich das wieder aufheben? Oh nee, ich drücke einfach in Panik alle Knöpfe. Damn. Keine so gute Idee. Alles klar, ich tank das Ding wieder und dann geht's auf die vierte Ebene, nicht wahr? Sieht aus wie eine Turbine von einem Podracer. Boah, schnell hier raus, ich habe keinen Bock mehr. Komm, mach's Brett zu. Ja, fantastisch. Hey, ja. Oh, meine Güte, ey. Das Spiel hat's echt in sich. Ich bin freudig erregt, muss ich sagen. Ja, überall. Okay, 500 Meter Tiefe und es geht noch weiter. Bis zur Unendlichkeit. Wait, was? Was passiert? Ah! Oh! Wow. Ist das jetzt ja halt mein Leben. Das kracht gleich sowas von in die Tiefe. Noch irgendein letztes Gebet? Ein finales FNAF-Video oder so? Was wünscht ihr euch? Leute, ich trete gleich ab.
warte, Augenblick, Moment. Hobelt mich irgendwer in die Freiheit? Oder habe ich das meinem dicken Ranzen zu verdanken? Ken. Rüdiger, grüß dich. Na? Oh, ein munteres Kerlchen. Dass du mir auch immer hier Gesellschaft leistest, das ist wirklich... Ah, okay, bye. Oh, warte mal. Ich hätte mehr Fotos machen müssen. Ach komm, zwei reichen. Nein, sind wir halt auch mal ehrlich. Wenn es ein Horror-Game wäre, dann hätte ich mich jetzt natürlich erschreckt. Depths 4 von 6. Also, sind wir bei 3/4 des Spiels? Oder so 2/3, sag ich mal. Ich habe keine Ahnung, was hier noch kommt. Es gibt dann kein Zurück mehr, ne? Ah, okay, alles klar. Ja, ich hoffe, du hast irgendwie so Eispickel und, keine Ahnung, Seile und sowas mit. Bolzenschussgerät, um was Sachen zu verankern. Ansonsten wird es halt schwierig hier. Die rühren da oben schon den Zement an. Das ist klar. Oh, Fuse Detonator. Oh, kann man den in die Luft sprengen? Hier, ne? Nice, not enough TNT. Okay. Hier muss ich also durch. Trägt das Stoppschild hier runter. 3 Sticks sind benötigt. Oh, das ist hier das übelste Labyrinth, ey. Ich glaube, das ist so dieser Moment im Spiel, der mich echt schickt, weil ich halt irgendwie null Orientierung habe. Vor allem, wenn ich weiß, das kann sich hier verändern alles. Was ist das für ein Zeug? Ich bitte euch. Soll ich das fotografieren? Ich meine, für die Erinnerung, ne? In jedem Raum, wo ich hingehe, da hat 3 Wege. Das sieht verdammt nach Rätsel aus. Okay, was haben wir hier? Dort hält Shut bei Multiple Bolts. Ich muss diese Bolzen da entfernen. Moment. Ich meine, das war bloß einer. Also die Hebel machen die Bolzen auf. Und dann muss ich da rein und da liegt wahrscheinlich TNT. Ich habe die Dinger, um mich zu orientieren. Ist es das? Oh, das hilft mir nicht, ey. Das ist ganz kläglicher Versuch. Hier! Nee, das ist ein Glowstick. Okay. Aber da ist zumindest ein weiterer Hebel. Oh! Oh Gott, ich will das nicht! Das macht mir übelst Angst, Alter. Natürlich ist es da, wo ich hin muss. Ja, lol. Abflussrohr ist wieder verstopft, Alter. Rüdiger hat mich den Fropfen in die Schüssel geballert. Man kennt ihn. Oh, zieht euch das hier rein. Wo geht das? Wo könnt ihr diese Hebel platziert haben? Kilometer auseinander. Es ist wie, als wäre er verschwunden. Es ist, also, er ist verschwunden. Spoiler-Alarm. Boah, lasst es doch mal. Lass mich in Frieden, ey. Natürlich. Oh, wait. Jetzt sind hier wieder diese Kreuze. Golden Coin. Und ein Gerät. Was ist das denn für ein Ding? Warte. Wo habe ich das? Nicht in meinem Inventar, scheinbar. Oder kann ich hier noch eine... Oh, was ist das hier? Device measures some sort of biohazard number. Okay, irgendwie so eine Verschmutzung? Okay. Keine Ahnung. Naja, das hat was mit den Experimenten zu tun. Da. Gut. Das ist wirklich verrückt. Ich glaube, die Glowsticks... Mist, ich war nicht schnell genug. Oh, das konnte ich doch nicht wissen. Die Glowsticks sind auch für die Orientierung. Was leuchtet da? Warum ist das rot? Warum ist das riesig? Wait, hä? Coins on hand. Das ist eine TNT-Vending-Machine? Was? Yo, jetzt wird's albern. Need to interact with large vault. Mars, Uranus, Moon, Earth. Oh, das ist ein Code. Diese Dinger, wo ich gesagt habe, das ist bestimmt zur Orientierung. Ah, okay, wait. Hier haben wir zumindest noch ein Tape. Da geht's auch noch weiter. Ach, du Heiliger. Okay, da ist irgendetwas in der Luft. Sorry, es gab Bohnen zum Mittag. Da ist irgendwas in dieser verdammten Luft. Ich frag mich, warum hier Bäume und Pflanzen wachsen hier unten. Es gibt kein Licht, keine Erde. Nichts, was auch nur irgendwie an den Wald erinnert.
Oh, ich schwöre, ich atme das Zeug ein. Ich atme etwas ein, was ich nicht einatmen sollte. Mein Kopf tut weh, mein Magen dreht sich. Oh Mann, und ich fange an, irgendwie Dinge zu sehen. Ich frage mich, was die hier machen. Hier ist noch eine Tür. Ist verschlossen. Das heißt, ich muss jetzt diese Schilder wieder suchen, dann den Code da eingeben. Und wie viele Münzen habe ich? 3 Stück! Da sind bestimmt Münzen drin. Oh, ich hoffe aber bitte mehr als irgendwie 1 oder 2, weil sonst bin ich aufgeschmissen. Sonst habe ich hier irgendwie einiges nicht gefunden. Vielleicht haben wir hier noch was? Ah, hi! Rookie-Photographer, okay, 10. Yo, grüß dich, sag mal, hast du ein bisschen Kleingeld oder so? Oh, einen Schlüssel hast du. Darf ich den? Stay calm. Wie jetzt? Stay calm! Was willst du von mir, Spiel? Oh, ich muss immer E drücken. Was ist das für eine Mechanik, ey? Oh, ich kann den Knopf auf einfach halten. Warum? Soll mir das jetzt hier Angst machen? Oder ich meine... Guck mal, der tut mir nichts. Der hat bloß ein bisschen Magenverschlimmung, so wie er sich anhört. Kann ich hier runter? Nee, nicht, dass ich unbedingt nicht darum reißen würde, aber... Jetzt komme ich vermutlich hier rein, richtig? Komm schon. Ich klicke mal alle Knöpfe, Alter. Jo, was ist das hier alles? Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Irgendwie hat es mich verloren. War das vielleicht irgendwie die Lüftung und der Typ ist jetzt weg? Ja, ich glaube, das war's. You ever wondered how many trees are in space? Ja, weil da so Bäume drumrum sind um diese Schilder, ne? Dass ich die zählen muss, das ist mir halt aber auch irgendwie klar. Ich meine, was sonst? Hier war eins. Das sind, 7 ist grün. Das ist, der Mond. Der hat 3. Oh, türkisblau sind 8. Ah, hier. Mars. Ich glaube, das ist die erste Zahl. Das ist 5. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, in welcher Reihenfolge. Also, Mars, rot, das ist 5. Dann gelb bzw. grün ist wahrscheinlich Uranus. Also 7. Dann haben wir Moon. Das war 3. Grau, das ist ziemlich eindeutig. Und 8 kann es ja nur noch sein. Einfach perfekt. Perfekt, Digga. 5, 8, 3, 7. Okay, dann war es umgedreht zwischen grün und halt blau. Ja, hier sind aber 2 Münzen. Wait, was habe ich jetzt hier alles? Oh, ich kann... Ich habe nur 5. Ich hätte noch eine finden müssen. Aber es ist egal. Ich habe jetzt 3 TNT. Ich hätte dieses Rätsel, glaube ich, überspringen können, hätte ich genug Münzen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Was habe ich denn hier noch aufgelesen? Keine Ahnung, ich habe noch irgend so eine Gerätschaft mitgenommen. Ja, whatever. Das Spiel verwirrt mich übelst, ey. Es interessiert mich nur, dieses Ding jetzt hier endlich wegzumachen. Komm, let's go. Wie tue ich das? Ich halte wahrscheinlich gebührenden Respekt, Abstand und dann? Ach so, bei The Solid Metal Door, So, okay, X. Großartige Unterhaltung. Dankeschön dafür. Jo, die Luftbelastung ist ja auf 102%. Habe ich jetzt diese ganze Höhle weggesprengt? Jo, bitte, bitte nicht. Bitte lass es hier nicht einstürzen. Ich meine, ich habe sowas schon häufiger gemacht. In Minen einfach was in die Luft gejagt. Ja, natürlich ist hier alles frei und nicht zusammengebrochen. Selbstverständlich. Oh, was ist das? Rescue Team, das ist eine Axt. Oh, was mache ich damit? Oh Gott. Ich dachte, dahinter wäre der Fahrstuhl. Eine Feueraxt. Sie sollte in der Lage sein, durch dickes Holz zu schlagen oder durch jemanden. Ach, Rüdiger, weißt du was? Es war schön mit dir, aber dieser kleine freche Hinweis hier, ich glaube, der hat dein Schicksal besiegelt. Nee, es tut mir wirklich leid. Ich hätte es dir gegönnt, deinen Aufenthalt noch etwas zu verlängern. Es ist ja auch gemütlich und der ganze Scheiß, aber wenn es am schönsten ist, dann soll man doch aufhören. Nicht wahr, mein Freund? Wie kann ich den jetzt durchschneiden? Wie kann ich ihn... Wie kann ich... Ich könnte... Wo hat er eigentlich seinen Unterkiefer, sag mal? Ach so, jetzt kann ich hier runter.
Da war vorher eine unsichtbare Wand. Boah, ich mag das nicht, wenn Spiele das tun. Hier ist der Fahrstuhl. Wofür brauchst du jetzt die Axt? Okay, ciao. Wir sehen uns. Der kennt eh die ganzen Schleichwege. Ist eigentlich vollkommen egal. Oh, jetzt sind wir hier unterwegs zu Depth 5 oder so. Wir spielen jetzt über eine Stunde. Das Spiel sollte eine Stunde geben. Also erstklassige Arbeit wieder an dieser Stelle. Meinerseits natürlich. Ich frage mich, ob wir die Ebene 6 jemals erreichen. Das ist halt auch so ein Ding. Keine Ahnung. Vielleicht ist halt auch vorher schon Schluss und in die 6. kommt man nicht, weil da alles noch ganz viel böser ist und die Luftbelastung bei 5 Milliarden Prozent und Unknown Force ebenfalls. Wir werden sehen. Glitschig ist es hier. Ugh. Ich hoffe immer noch, meine Schuhe haben genug Profil. Damn, Dude. Okay, wo geht's hier lang? Ich bin gespannt. Ich find's cool, dass sich das Setting hier immer so ein bisschen ändert. Also es sieht immer so leicht anders aus. Weißt du, was ich meine? Die Umgebung hier. Hier haben wir halt eher so feuchtes Gestein. Es hat immer eine andere Optik. Ich mag das. Es ist so ruhig. Ihr wisst Bescheid, ne? Gleich kommt irgendwas aus dem Dunkeln auf uns zu. Beißt mir meine Nase ab. Oder ein Unterkiefer. Oh, das ist Rüdiger passiert. Der war ja auch unterwegs. Deswegen chillt er jetzt da oben. Er hat keinen Bock mehr auf die ganzen Hanseln hier unten. Gut. Brauchen wir uns also um den auch keine Sorgen machen. Ach, muss ich das hier? Schön. Ja, immer wieder eine Freude. Nee, es ist ein großartiges Vergnügen. Passt da durch mit meinem dicken Gesäß? Scheinbar schon. Ich höre Sachen. Ich höre Leute. Soll ich da runter? Sterbe ich da? I'm not risking jump to the other side. Ja, ich bin jetzt auch kein Freund davon, irgendwas zu riskieren, ne? Ist klar. Hat sich ja in der Vergangenheit jetzt auch nicht so bewiesen. Mein Gott. Weißt du, der steigt hier hinab, wird von Leichen verfolgt, die seit 40 Jahren da rumfaulen. Aber nee, der Sprung ist ihm zu weit. Ja, ist klar. Hier ist noch eine Tür. Do not enter. Fuck you. Was haben wir denn da? Ah, noch eine Tür. Und noch eine Tür. Und wieder eine Tür. Ah! Behind you? Wait, das hat jetzt alles nicht so ganz so funktioniert, wie es gedacht war. Ich hab das Timing versaut. Johnny, jetzt schick den Typen nach unten. Es tut mir leid. Oh, die haben das so lange geübt, bis ich jetzt ja mal vorbeikomme. Ich weiß, ich habe da oben bei diesen komischen Planetenrätseln eine Weile gebraucht. I'm super sorry. Kommt nicht wieder. Probiert's doch nochmal, komm. Ich hab nochmal behind you an irgendeine Tür und dann schneiden wir das erste raus. Tu mal so, als wäre es nicht gewesen. Nee, macht doch auch nicht, ne? Lasst mich jetzt allein und seid gefrustet. Gut. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Ja, ja, ich glaube schon. Ich habe eine Axt mitgebracht. Aber Licht nicht. Licht ist... Nee, nee. Licht, Oh, was ist das jetzt hier, Alter? Noch ein Tape auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie immer noch hier sind. Also, beziehungsweise mir zuhören. Danke auf jeden Fall. Ich freue mich, dass sie weitermachen mit meiner Geschichte. Ich fühle mich irgendwie müde. Es regnet. Ich meine, es flutet hier unten. Ich glaube, weißt du, was ich meine? Oh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie diese Geschichte ausgeht. TNT! Dynamite! Top motiviert bin ich. Urgent! Das Gerät hier außer Kontrolle. Ich kann das hier nicht zusammenhalten. Irgendwie 50 Leute pro Tag, die klettern ja über diese Türen und die haben hier Pistolen und so weiter. Marco Z. Oh, Marco. Der hat sich seinen Job als Sicherheitsbeauftragter auch ein bisschen anders vorgestellt. 20! Was bedeuten denn diese Zahlen? Es war 5, es war 20. Muss ich nachher einen Code zusammensuchen? Muss ich mir das merken? Ich habe keine Ahnung. Wo geht's hier lang? Och, möchte ich das wissen? Hier ist irgendwas. Oh! Ja, freilich schleppe ich das mit mir rum. Ja, natürlich mache ich das. Den lege ich da, auf die Brüstung, dann kann ich da drüber steigen. Brauche ich noch eins? Ich meine, jetzt so, wenn ich einmal hier bin, ich kann auch noch ein bisschen aufräumen, Staubwischen. Ihr wisst doch Bescheid. Geht's hier erstmal weiter. Oh, da ist eine Tür. Ist verschlossen bestimmt.
Oh, ist nicht verschlossen. Ach du Heilige. 0816. 0 wurde aufgeschlossen. Kann ich die? Oh nein, ich hatte nur eine Wahl, ne? Angst? Das ist ja witzig. Also, noch. Bis ich herausfinde, was das alles zu bedeuten hat. Nämlich keine Ahnung. Yo, wohnen hier Evox? Was ist los hier? Zieht euch das mal rein. Ich darf hier nicht runterfallen, das wäre echt peinlich. Yo, da ist noch ein Zettel. Boah, das zieht sich aber ganz schön gerade. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Good old Walk of Death. Oh, das klingt echt vielversprechend. Dankeschön dafür. Okay, das ist ja der letzte Spaziergang zur sechsten Tiefe. Ziemlich viel Knarzen. Ich hoffe, diese Struktur hält. Weißt du, ich fühle mich schlecht mit all diesem. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Das heißt, hier sind die alle lang gewartet? Echt jetzt? Oh Mann. Ah! Rüdiger, du Frechdachs! Du Alter! Jetzt sei doch mal tot, endlich! Was ist denn mit dir? Begreif es doch! Das letzte Aufbäumen, Alter! Und das allerletzte Aufbäumen! Und das allerletzte Aufbäumen! Er ist ein Meister seines Faches! Oh, noch ein Tape! Oh, wow! Ich hab vergessen, was ich sagen wollte! Ups! Ist das hier ein Easter Egg? Das ist bescheuert. Hier ist ein Fahrstuhl? Warte mal. Ich hätte zurückgehen müssen zu dem... Warte, das... Oh, die Tür schließt sich. Oh, nein. Oh, ich wusste es doch nicht. Oh, das ärgert mich jetzt. Da komme ich nicht zurück. Die Tür ist zu. Das war so ein offensichtliches Knarzen. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Sorry, ich dachte, ich muss hier irgendwas holen. Noch einen Balken oder irgendwas. Nägel, keine Ahnung. Um sie in den Stein zu nageln. Ja, bestimmt, Sef. Ja, keine Ahnung, Mann. Och, schade. Ich muss das ganze Spiel normal spielen, wenn ich das rausfinden will. Das ist eher nicht so von Vorteil. Es hat keinen Speicherstand, by the way. Deswegen muss ich es auch in einem Rutsch spielen. Habe ich wahrscheinlich schon gesagt. Gut, dann, Ebene 6, ja? Ach du. Entzückende Welt. Hi. Ich lieb's, wenn's rot leuchtet. Ich liebe meine roten Sachen. Komm, geh auf. Lass mich dahin. Das sieht spaßig aus und nass. Viele wurden getötet. Junge, alte, schwache, gesunde. All das Blut ist ihrs. Meins. All von uns allen. Wie befohlen habe ich diese Verbrechen begangen. Hier in der sechsten Tiefe. Hab das Leben dieser Leute genommen. Ob ihr jetzt hier keinen cringigen Deep Voice Pitch Abgang, oder? Diese Leute sind in diese Minen gekommen. Die wurden hier aufgezogen. Schau dir diese Bäume an. Ihre Wurzeln ragen tief in die Mine hinein. Sie ernähren sich von Blut. Ach, komm schon. Das Unerwartete ist passiert. Rüdiger hat seinen Unterkiefer verloren. Die Wurzeln haben Gas ausgesandt. Und das hat Einfluss auf die mentale, auf den mentalen Zustand. Wir sollten, fortschreiten, trotz all dem. Das macht doch alles keinen Sinn, Alter. Physisch wurde ich verändert, aber mental... Ah, was hat er gemacht? Das habe ich jetzt nicht ganz geschnallt. Mental hat er sich nicht verändert. Meinen Tagen hier, von den Leben, die ich genommen habe. Wenn du genug Zeit hier unten in diesen Minen verbracht hast, dann kannst du es nicht bekämpfen. Es macht einfach weiter mit seinem... Ich glaube, du wirst bald daran beteiligt sein. In Kürze. Ja, es sollte nicht so sein. Das ist der entscheidende Satz, der am Ende steht. Ist klar. Ich fühle, wie mein Körper... Was ich auch immer hier einatme, wie er darauf reagiert.
Ich kann all das fühlen, aber ich kann das nicht kontrollieren. Ich habe alles verloren. Alles. Ah, das ist so ein bisschen... Ach. Jetzt, wo die Mine einbetoniert ist, sind alle Geheimnisse für immer verloren. Ich frag mich, ob ich irgendwie rausgekommen wäre, ob es hier ein gutes Ende gibt. Ich werde niemals herausfinden, wer für diese Tragödie verantwortlich ist. Vielleicht ist es auch gut so. Es gibt bestimmt noch das alternative Ending. Das ist ja wahrscheinlich dann das Gute oder so, wie ich irgendwie was rausfinde. Achieved Ending One. Ja, diese Spieler haben immer mehrere davon. Okay, das war Depth 6. Hat sehr, sehr stark angefangen. Am Ende hat es sich ziemlich gezogen. Man hat irgendwie gemerkt, oh, es gibt drei Endings sogar. Man hat sogar gemerkt, dass es halt irgendwie, ich habe kein Easter Egg gefunden, krass. Blutbäume habe ich auch nur einen gefunden, was auch immer das bedeuten soll. Ist auch ein Schreibfehler drin, ist auch egal. Ja, am Ende wurde es so ein bisschen durch diese Rätsel zu lang gezogen irgendwie. Das wirkt so, als hätte man das Spiel ein bisschen strecken wollen. Schade, dass es keine Speicherpunkte gibt an bestimmten Stellen. Dann hätte man vielleicht noch irgendwie die anderen Endings. Aber da muss ich das komplett nochmal alles durchspielen und mich vor allem vorher informieren, was man machen muss, damit ich das irgendwie nicht verpasse und das sinnlos da Zeit rein investiere. Da bin ich jetzt eher nicht so der Fan. Das hat halt keinen Wiederspielwert. Das ist halt super linear. Ich bin mir sicher, dass es einige, mehrere Ending-Videos auf YouTube gibt. Da könnt ihr euch ja gerne mal umschauen. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Sehr stark angefangen, ein bisschen schwach geendet, leider. Das Game hat sehr lange gedauert, um fertig zu werden. Ich meine, Turnwix ist ein Ein-Mann-Entwickler. Er hat sehr gute Horror-Games auf die Beine gestellt. Das war jetzt eine der... es ist nicht sein Bestes. Es ist solide, es ist gruselig an Stellen und es ist auf jeden Fall Spaß für die paar Groschen, die es kostet. Also von daher will ich mich nicht weiter beschweren. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt dieses lange Video gefeiert und wir sehen uns ja, im nächsten wieder. Dankeschön, haut rein und macht's gut.